Hallo alle zusammen und willkommen zu einem neuen Part von Final Fantasy 9. In der letzten Folge waren wir in Kodanapata? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie dieser Ort geheißen hat. Jedenfalls waren da lauter Goblins, die irgendwelche Namen von Digimon hatten, so in der Art, und das hat mich sehr verwirrt. Und wir haben dort auf Schwarzlinge getroffen. Wir vermuten, dass die irgendwie von der Königin Brane dort sind, und die sollen sich im südöstlichen Wald befinden. Ich nehme an, das soll dieser Wald hier sein, und die befinden sich dort, wo die Eulen nicht sind. Ganz verstehe ich das noch nicht. Da war er. Wie war das? Tief im Wald, wo nicht mal der Ranzinger pennt und wo nicht mal die Eulen sich trauen, ihr Nest zu bauen. Da oben ist eine Eule und da oben ist eine Beule. Beule. Eule. Wo die Eulen wohnen, wo keine Eule wohnt. Gehen wir mal da lang, ne? Okay, dann so. Ah! Da muss ich einmal um die Ecke, ne? Weil da war ein Dude. Hab ich's geschafft? Ich hab's geschafft. Ja, die haben anscheinend den Wald hinter einem Wald versteckt, der sich in der Wüste befindet. Sehr cool. Ich werde ein Haus auch in Zukunft hinter einem Haus verstecken. Dorf der Schwarzmagier. Schnieke. Oh, die Musik. Was hat der denn? Ich bin Affenjunge, aber egal. Hast du die gesehen? Ich glaube schon. Sie haben gesprochen. Hast du gehört, wie sie gesprochen haben? Es gibt also noch Leute wie mich. Naja, sie haben nicht gesprochen, sie sind schreiend weggelaufen. Warum existiert in so einem fast ausgestorbenen Wald ein Dorf wie dieses? Keine Ahnung. Wo ist Vivi hin? Keine Ahnung. Ich glaube, er ist dorthin, aber hey, jetzt warte doch! Andere Dörfer, andere Spezialitäten! Na, herzlichen Glückwunsch, dafür hat man Freunde. Alle mal wieder weg, ne? So, Aufruhr, Goldene Nase des Meisters, Alltag und außer. Ich wäre für Goldene Nase des Meisters. Oh, die Musik. Warum rennt ihr weg, Mampf? Ich habe euch doch gar nicht getan, Mampf. Chef, dich. Mampf? Ja, erstmal an die Tür schnuppern. Es schlägt was in der Luft. Das kann doch nur. Ja, Kine begeht Hausfriedensbruch, ist okay. Ja, sie da noch. Hallo? Was ich für euch tun? Silenkia kaufe ich zweimal. Mithrildolch kaufe ich zwei Stück. Gladius kaufe ich auch eine. Sternrute habe ich eine. Ein Zauberstock habe ich nur einmal, den kaufe ich zweimal. Ogerstock habe ich zweimal, das habe ich zweimal. Wiederabendreif kaufe ich auch zwei Stück noch. Da habe ich fünf, da habe ich drei, da habe ich drei, da habe ich zwei. Da kaufe ich auch noch ein drittes. Leder, Feder, Zipfel, Zudusch, Pilzhut. Pilzhut. Halbzweckquest, da kaufe ich noch eine zweite. Nein, I don't want to talk with you.
Flieg, flieg, flieg weg! I don't want to talk. Ich hab hier noch einen Dolch, Aurora, Falchion, Jagdspeer, Druidenstab. Matt, irgendwas kann ich ja verkaufen, ey. Von was. Aber ich finde die Musik hier richtig cool. Active Timer Wind. Das natürliche, unnatürliche. Mampf, ihr habt ja doch was versteckt. Verschwinde! Dieses Ei bekommst du nicht! Das ist ja total das große Ei. Hast aber Glück, weil ich bin nicht so der Fan von Rührei oder Spiegelei. Scheint nicht so geil, Chick, Mampf. Geteilte Freude ist doppelte Freude, Mampf. Teilt es mit mir, dieses unglaublich köstliche Schokobo-Ei. Das Ei wird nicht gegessen. Das hat uns Mama Schokobo hinterlassen. Mama? Eigentlich müsste das doch Papa heißen. Ich nenne das jetzt Papa. Das hat uns Papa Schokobo hinterlassen und wir hüten es wie unsere Zipfelmütze. Papa Schokobo ist seit eines Tages einfach stehen geblieben. Stehen geblieben. Mhm. Genau, wir sind nun seine Mama und brüten es aus. Das geht nicht! Ich hab Hunger! Habt ihr denn überhaupt schon mal ein Liebewischen Grusch geschogen? Sei still! Und ob wir das können? Ihr wollt es doch bloß klammheilig alleine essen! Was zur Hölle? Hallo? Hier ist die Pension, aber es ist noch zu früh zum Schlafen. Sicher? Oh. Die Musik der Träume und Zauber nur für euch. Erbaue Umeboshi. Okay. Kommt da rein? Hallo. Seid gekommen. Was kann ich für euch tun? Hi, Potion! So. Kann ich hinter dich eigentlich da? So trete doch bitte näher. Ich glaube, ein Ladenbesitzer sagt so etwas. Kann ich da hinten rein? Da hinten kann ich nicht rein. Warum ist das gerade so laut? Jedes einzelne Wort. Er ist es also, der mit den Menschen in diesem Dorf kam. Mach dir keine Sorgen, er hat die gleichen Augen wie wir. Er ist genauso erwacht und einer von uns. Dankeschön. Wer sind all diese Leute hier? Sie sind alle hier geflohen, aus Alexandria oder aus Frachtschiffen. Von so weit? Ja, um uns vor Menschen zu verstecken, sind wir über das Meer geflohen und haben nach einem friedlichen Ort gesucht. Ich verstehe. Und was ist das hier für ein Ort? Das hier ist ein... Wie hieß so ein Ort nochmal? Dieser Ort hier ist ein Friedhof. Ach ja, genau, ein Friedhof. Ein Friedhof? Heißt das, hier unter der Erde sind... Ja, hier sind unsere Freunde begraben, die einfach stehen geblieben sind. Stehen geblieben? Aber wieso? Weil ich und Nummer 36 sind zusammen bis hierher geflohen. Wir haben hier ein Dorf gebaut und es gibt so vieles, was wir nicht verstehen und... Und dann ist Nummer 36 eines Tages einfach stehen geblieben. Er hat sich kein bisschen mehr bewegt. Oh, ich verstehe, was sind stehen geblieben meine. Ein Freund von mir, der viel weiß,
erzählte mir, dass dies bedeutet, zu sterben. Und wenn man stirbt, muss man sich unter der Erde verstecken. Was? Okay. Wenn ich mal sterbe, möchte ich dieses Zitat auf meinem Grabstein haben. Danke. Ich verstehe nur nicht, warum Nummer 36 sich dort unten verstecken muss. Aber irgendwann kommt er doch wieder aus der Erde, nicht wahr? Dann können wir wieder zusammen spielen. Es ist eine süße Kinderlogik. Aber nein, es geht nicht. Schön wär's. Wie ist er denn einfach stehen geblieben? War er vielleicht krank oder verwundet? Sag doch, was ist denn passiert? Weil... Hallo. Zidane. Hallo. Was ist hier los, Lilly? Ich habe versucht, Ihnen zu erklären, aus welchem Grund wir hier sind. Den Grund? Ja genau, weshalb sind wir eigentlich hier? Zidane! War doch nur ein kleiner Scherz, immer schön locker bleiben. Der war aber fehl am Platz, jetzt wo ich ihn fast ihr Vertrauen gewonnen hätte. Ein Scherz? Muss man sich davor fürchten? Ach was, ein Scherz ist etwas sehr Lustiges und Spaßiges, oder Lilly? Ihr scheint ja eigentlich gar nicht so böse zu sein. Aber ihr kämpft gegen die Bösen, stimmt's? Ihr habt's ja fast. Wo ist eigentlich Vivi? Keine Ahnung, ich suche ihn auch, aber er ist nirgends zu finden. Hoffentlich hat ihn diese ganze Situation nicht zu sehr mitgenommen. Ich mache mir Sorgen, ich werde ihn suchen gehen. Hey, Lilly! Na toll. Ja. Oh. Da ist oben so eine fette Katze. Die haben wir auch in Wieso Dali, glaube ich, gesehen. Genau, in Dali. Oh, da ist eine Truhe. 843. Also manchmal verstehe ich die Zahlen, die sie hier reingegeben haben, angeblich nicht wirklich, aber gut. Mit 2000 geht ja noch ganz klar, aber 843? Wie kommt man auf sowas? Hey, Vivi! Was ist hier nur los? Ich weiß es nicht. Frag mich, was ich verstehe. Wo gehe ich jetzt wieder rein? Bei dir war ich doch schon. Da wollte ich nicht reingehen. Hallo. Da wollte ich nicht hin. Keine Ahnung, wo ich lang renne. Hallo. Wie kommt das eigentlich, dass ihr alle sprechen könnt? Wir sind plötzlich erwacht. Jeder aus einem anderen Grund, aber... Erwacht wie deine Wacht. Kannst du dich an deine eigene Geburt erinnern? Nein. Nein, überhaupt nicht. Dasselbe ist auch bei uns der Fall, aber auf einmal waren wir erwacht. Nur als ich erwachte, lag ein toter Mensch neben mir, der mit Blut überströmt war. Oha. Ich habe das damals nicht verstanden, aber ich zitterte am ganzen Leib und bekam Angst. Und bin einfach losgerannt, so schnell ich konnte. Um mich herum standen viele, die das gleiche durchgemacht hatten, und so entschlossen wir uns zu fliehen. Auf unserer Flucht konnten wir einige an Informationen sammeln und fuhren von diesem Dorf hier. So war das also. Ob es wohl unter der Erde kalt ist? Weiß nicht, grab dich in der Erde ein, dann weißt du's. Klar ist die Erde kalt. Meine Güte. Aber, nach seiner Aussage her, dass er also erwacht ist, nehme ich an, dass er aus dieser Trance, beziehungsweise aus dieser Magie, von der er bewacht war, von dieser Macht, von der er befallen war, einfach mal aufgehört zu wirken und er ist sich gerade entweder im Krieg in Lindblum oder in Alexandria oder in Kleira oder wo Messia befunden hat und eigentlich eher diese blutüberströmte Person getötet hat. Mach mal die Übungen. Im Prinzip sind das eigentlich alles
hier sozusagen ungewollt Mörder, also kontrollierte Mörder. Gibt es hier sowas wie eine Schmiede? Das würde mich mal interessieren. Ah, hallo. Moment. Einen bitte, Kupu. Noch ein Brief. Nichts. Meine Güte, kriege ich viele Briefe hier. Ah, sie da, auch auf dem Weg, die Geheimnisse des Eschens zu gründen. Nein, nicht wirklich. Das ist unser Ei, das werdet ihr nicht bekommen. Ich will es auch nicht haben. Wenn ich ehrlich bin, habe ich keinen Plan, wo ich lang gehen soll. Da war ich schon drinnen. War hier schon drinnen? Hier ist die Pension. Hier ist die Pension. Da ist Vivi. Vivi, was ist los? Hä? Ach, Sidan, es ist nichts. Ist was vorgefallen? Die Schwarzmagier aus dem Dorf scheinen ja alle schwer in Ordnung zu sein. Deswegen sage ich doch, es ist nichts. Mampf nochmal, ich habe Hunger! Diese Dorfbewohner haben auch gar nichts Gescheites zu essen. Vivi, da bist du ja. Wo hast du gesteckt? Du siehst ja so... Du bist nur ein bisschen erschöpft, nicht wahr, Vivi? Ja, ein wenig. Ja, es war ein anstrengender Tag, die ganze Zeit nur gelaufen. Wir sollten uns alle ein wenig ausruhen. Ich muss noch in den Wald. Da gibt es bestimmt etwas zu essen. Ja, Blätter, Würmer. Und was machst du sie dann? Oh, ich werde mich auf die Federn hauen. In die Federn hauen. Ja, wir sollten uns eine Weile hinhauen. Dum, 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 dum. Oh, schon wieder vorbei. Hallo. Dum, 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 dum. Tschüss, Baby. Sidan, Vivi hat sich gerade rausgeschlichen, sollten wir nicht. Hey, der Junge hat dazugelernt. Er nimmt bestimmt Rücksicht auf uns. Sidan! Mach dir keine Sorgen. Aber er folgt nur seinem Herzen. Er weiß schon, was er tut. Was ist denn mit Sidan los? Überleg doch mal. In seinem ganzen Leben hat er noch nie Leute seinesgleichen getroffen, die dann auch noch sprechen konnten. Aber was ist, wenn er von seinen eigenen Leuten beschimpft oder verletzt wird? In solchen Sorgen wird man nie irgendwelche Freunde gewinnen. Außerdem kann man auf so jemanden gar nicht sein. Außerdem kann man so jemanden auch gar nicht seinen Freund nennen. Und vielleicht findet er endlich einen Ort, an den er zurückkehren kann. Eine Heimat. Eine Heimat? Ja, eine Heimat. Sag mal, Sidan, dieser Ort, an dem man zurückkehren kann. Was ist los, Lilly? Kannst du nicht schlafen? Soll ich dir vielleicht eine gute Nachtgeschichte erzählen? Es war einmal vor langer Zeit. Jetzt schweißt du schon von dir vom Thema ab. Ein Junge, der nicht wusste, wo er geboren wurde. Und auch nicht wusste, wo seine Heimat war. Du, Sidan? Oh. Seit Kindesalter war es sein Traum, irgendwann einmal seine Heimat zu finden. Der Ort seiner Geburt lebt einzig und allein in seinen Erinnerungen. Die Musik. So schön. So schön traurig. Aber warum? Er wollte es einfach nur wissen, wer seine Eltern sind. Das Haus, in dem er geboren wurde. Einfach ein wenig sich selbst kennenlernen. Und dann eines Tages verließ er den Mann, der ihn großgezogen hatte. Der Junge begab sich auf die Reise, um seine Heimat zu suchen. Dem einzigen Anhaltspunkt in seinen Erinnerungen folgend, einem blauen Leuchten. Ein blaues Leuchten? Ja, die einzige Erinnerung, die der Junge an seine Heimat hatte. Vielleicht ist es das blaue weite Meer. Und hat er seine Heimat gefunden?
Langsam, nur nicht zu überstürzen. Sowas muss immer schön der Reihe nach gehen. Ach, was soll's. Letztendlich hat er seine Heimat nicht gefunden. Kein Wunder, oder? Sein einziger Anhaltspunkt war ein blaues Leuchten. Und so kehrte der Junge zu dem Mann zurück, der ihn aufgezogen hatte. Und was glaubst du, was dieser Mann tat? Bark hat ihn aufgezogen? Oha! Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Er war erleichtert und schloss ihn in seine Arme. Pustekuchen! Dieser Mann nahm den Jungen und schlug ihn was? Zack, krach, kawum. Schepper. Wieso? Keine Ahnung. Aber noch eine viel größere Überraschung war das, was danach kam. Nach der Tracht Prügel fing der Mann an zu lachen. Kannst du das glauben? Direkt nachdem er den Jungen verprügelt hatte. Aber als er das Gesicht des lachenden Mannes sah, wusste der Junge plötzlich, dass er den Ort gefunden hatte, an dem er immer wieder zurückkehren konnte. Dieser Junge sucht immer noch nach seiner Heimat, aber er weiß auch, dass es für ihn einen Ort gibt, an den er immer wieder zurückkehren kann. Und deswegen weiß er, dass Vivi auch einen Ort sucht, an den er immer wieder zurückkehren kann. Ob Vivi womöglich in seinem Dorf bleiben will? Tja, das bleibt einzig und allein Vivi überlassen. Ich finde es immer so süß, wie Vivi an seinem Hut zieht und sich den hinrichtet. Ach, du bist das wieder. Ich wollte dich etwas fragen. Was gibt es? Ich wollte fragen, wie viele schon stehen geblieben sind. Du musst nicht unsere Worte benutzen. Du scheinst die Bedeutung und den Unterschied zwischen stehen bleiben und sterben zu kennen. Unsere Freunde sind nicht nur einfach stehen geblieben, sondern gestorben. Ich wollte nicht, also... Es sind mittlerweile insgesamt 7, die stehen geblieben sind. Ich denke, unsere Zeit ist vorherbestimmt. Als der erste von uns stehen blieb, kam mir dieser Verdacht. Es scheint gewisse Unterschiede zu geben, aber ungefähr ein Jahr nach unserer Herstellung bleiben wir stehen. Nein, das kann nicht. Die anderen wissen es nicht, denn wenn sie es wüssten, würden sie das gleiche Gefühl plagen wie mich. Das gleiche Gefühl? Ich glaube, es ist Angst, das Gefühl, nicht stehen bleiben zu wollen. Einfach wegrennen und alles vergessen. Aber trotzdem bin ich irgendwie glücklich, hier in diesem Dorf mit allen zusammenzuleben. Ich habe Angst. Wirklich große Angst. Aber die Zeit mit meinen Freunden zu verbringen, bereitet mir Freude. Ist es bei dir denn nicht genauso? Mit deinen Freunden auf Reisen sein? Hast du nicht das Gefühl, die Bedeutung des Lebens zu erfahren? Ich glaube, Vivi weiß noch nicht ganz genau, was er machen möchte. Wirklich? Ja, ich denke schon, dass sie irgendwo da liegen sollte. Danke. Und was gibt's hier? Sieh dann, anscheinend wurde im Nordwesten des Kontinents ein silberner Drache gesehen. Och nö, ich will nicht zu Kuya gehen, oder... Ich muss mich wieder kurz umsetzen. Die Ohrklinge von Kodea Patte erzählten uns von einer heiligen Stätte, deren Eingang verschlossen sei. Ich glaube, Kuya hat einmal von einem Geheimnis über diesen Kontinent geredet. Bist du dir sicher? Irgendetwas über die Quelle des Nebels. Dort finden wir ganz sicher einen Hinweis. Dann kann ich vielleicht auch Mutter... Ja, genau. Wo ist eigentlich Vivi? Was machen wir, wenn Vivi hier bleiben möchte? Wartet! Vivi? Die Leute aus dem Dorf haben mich gebeten, noch mehr von der Welt zu sehen, um ihnen später davon zu erzählen. Gut. Mist! Jetzt, wo ich dachte, endlich mit Lilly allein sein zu können. Was schreit ihr da? In diesem Dorf werde ich vor Hunger sterben, Mann. Seht ihr schon die Rekar, die über mir kreischen? Jetzt übertreib mal. Ach ja, die gab's ja auch noch. Sie sind ja richtig nett heute. Gut, dann lass uns aufbrechen. Nach Kodea Pata und dann zur Heiligen Stätte.
Ich will aber nicht nach Codea, Pate. Ich will mich hier nochmal im Dorf umgucken, weil ich das Gefühl habe, ich kann noch in dieses Gebäude rein. Da. Da war ich nämlich noch gar nicht drinnen. Oder? Doch. Hier war ich drinnen, ne? Ah! Ja gut, mit dir sollte ich mal auch reden. Organik habe ich, Dezernator habe ich. Runenklinge habe ich nicht. Give me. Baumwollkleid habe ich, Seidenkleid habe ich, Wüstenstiefel habe ich, Halstuch habe ich. Den Kristallschild habe ich nicht, aber den Chimney. So, dann kommt mal ein Kristallschild. Den habe ich, den Korallenring habe ich auch. Den habe ich auch. Barrett habe ich auch. Den Kraftgürtel habe ich noch nicht. Aber da muss ich mir nochmal den Kristallschild kaufen. So. So, Osalamreif brauche ich. Elfenring habe ich. Uriel habe ich nicht. So. Und eine Fußkette habe ich auch nicht. Und dann bräuchte würde ich gerne noch diesen. Aber habe ich keinen Osalam-Ring? Sicher habe ich sowas. Ich glaube nur meine Leute haben den ausgerüstet. Kann das sein? Ja. Kriegst du den, damit ich mal das machen kann? So, damit ich das mal herstellen kann. Genau. So. Uriel. So ein Reflektring habe ich immer noch nicht, aber den kann ich hier sicher irgendwann mal nachbauen. Das ist hier kein Problem. Dann rüste ich gleich meine Charakter aus. So, Slinky habe ich. Aurora Organic. Gladius habe ich zweimal. Da richte ich mal die Runenklinge aus. So, da lernst du noch schön. Da brauchst du nichts. Allzweckweste. Wow. Warte, was war denn besser? Die Adamantweste war besser. Kriegst du die so? Da hast du schon alles. Kraftgürtel. Thermometer brauchst du ein Mogus-Amulett. So. Kraftgürtel. Ich gebe dir den Kraftgürtel. So. Für dich habe ich da nichts. Habe ich. Da habe ich nur das. Dann gebe ich hier aber die Lamias Kette. So. Mach hier gute Brücke. Da lernst du Adrenalin. So, du hast den Oberstock. Da lernst du mal nichts. Okay. Da kriegst du den Armreif, die Allzweckweste brauchst du nicht mehr. Kriegst die nichts. So. Stiefel heißt du Gold. Dann hast du Thermometer. Moment. Uriel. Was hast du gerade? Die Elfenohrringe. So gut. Da würdest du Thermometer lernen. Da kriegst du das da. So, voilà. Dann hast du die Mithrilgabel, das passt schon. Da lernst du gerade Konter. So. Das ist auch nichts. Meine Güte. Kann der Dude nicht irgendwo. Hat der schon Ability abgelernt? Nein, hat. Ja, ich meine. Moment. Sie lernt es hundertprozentig.
Ariel, ja? Dann kriegst du nämlich die Elfenohrringe. Perfekt. Dann hat jeder mal irgendwie so Level-Up-mäßig was. Und dann können wir jetzt eigentlich zurück nach da reingehen. Aber wenn wir schon da sind, könnte ich ja eigentlich auch gleich hier in den Schlafraum gehen und schlafen, also ins Inn gehen. Und ich nehme an, dass wir nicht vollständig geheilt sind, oder sind wir vollständig geheilt? Ich habe es jetzt nicht mit unten gerückt. Schaut gut aus, passt. Okay, dann muss ich hier leider nicht pennen. Gut. So, was sagst du? Du kannst ja schon an unserer Kleidung kennen, dass wir nicht viel Sonne vertragen. Aber wenn ich so durch die grünen Blätter das schimmernde Sonnenlicht sehe, ist alles gut. Huch, jetzt bin ich einfach komplett aus dem Dorf raus. Gut, will ich aber sagen, dann beende ich den Part hier und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao, ciao!